Hallo und Servus bei Geschichte Tag für Tag. Heute am 15. August. Im Jahre 778 entsteht Stoff für eine der größten Sagen, meiner Meinung nach, der Menschheit. Und zwar befinden wir uns in Spanien. Karl der Große bekämpft die Mauren, verliert aber, muss sich über die Pyrenäen zurückziehen. Und es kommt zu einem Rückzugsgefecht bei Roncesvalles in Nordspanien, am Fuße der Pyrenäen. Und zwar fällt während dieses Rückzugsgefechts der bretonische Markgraf Roland. Und dieser Stoff, der jetzt da entsteht, diese Geschichte, wird im sogenannten und sehr berühmten Rolandslied niedergeschrieben. 1235 erlässt Kaiser Friedrich II. Des Heiligen Römischen Reiches während des Mainzer Hoftages den sogenannten Mainzer Reichslandfrieden. Und zwar heißt es nichts anderes, das Fehdrecht wird stark eingeschränkt und die Reichsgewalt wird gestrafft und etwas vermehrt. Das ist das erste Gesetz, das neben Lateinisch niedergeschrieben, eben auch in deutscher Sprache niedergeschrieben wurde. 1248 erfolgt die Grundsteinlegung für den Kölner Dom. Die Bautätigkeiten schreiten auch relativ zügig voran bis zum Jahre 1560. Dann muss der Bau wegen Geldmangels eingestellt werden bis zum Jahre 1840. Und ab 1840 bis 1880 wird der Kölner Dom dann nach den alten Plänen von damals vollendet. 1373 erhält Kaiser Karl IV. Des Heiligen Römischen Reiches die Mark Brandenburg, ja, durch Kauf von Otto dem V. von Wittelsbach, genannt der Faule. Otto der V. als Markgraf von Brandenburg, ja, hat halt lieber gefeiert und gejagt, als sich um politische Sachen zu kümmern. Und man sagt auch, dass seine Gebäude, seine Schlösser und Burgen alle ziemlich in desolatem Zustand hinterlassen wurden. Allerdings werden die Wittelsbacher mit 500.000 Gulden entschädigt, ein paar Städten und Ortschaften in der heutigen Oberpfalz noch dazu. 1795 wird in Frankreich der Livre offiziell durch den Franc ersetzt. 1843 wird in Kopenhagen am Westerport das Tivoli eröffnet. Dabei handelt es sich um ein altes Festungsgelände, das König von Dänemark Christian VIII. Einem Georg Karsten schenkt und der baut es zu einem Vergnügungspark um. Frei nach dem Motto: Bürger, die sich vergnügen, wollen keine Revolution. 1926 werden in den Berliner Stadtteilen Lichterfelde und Wannsee die ersten Selbstwähltelefone in Betrieb genommen. Das heißt, wenn man jemanden anrufen will, muss man sich nicht mehr direkt von einem Amt verbinden lassen, sondern kann den, den man anrufen will, eben direkt anwählen. Wir kommen ins Jahr 1961, abermals nach Berlin, und zwar während der Bewachung der im Bau befindlichen Mauer flieht der Volkspolizist Konrad Schumann mit einem Sprung über den Stacheldraht in den Westen. Ihr habt mit Sicherheit schon oft dieses Bild gesehen, das ist weltberühmt geworden. Und doch einmal wieder ein Blick über den großen Teich im Jahre 1969, ab dem heutigen Tag, feiert Woodstock ein Festival, oder es wird in Woodstock ein Festival gefeiert, bei dem 60.000 Menschen erwartet werden. Letztendlich sind es dann 500.000 geworden, die sich Stars wie Joe Cocker, Jimi Hendrix anhören wollen. Und wer hat es noch nie gehört? Woodstock Festival, die Hippies feiern sich selbst und alles und das Leben und überhaupt. Und Woodstock wurde offiziell zur Legende erklärt.
Dann wäre ich bei meinen Geburtstagen angekommen. Ich habe mal wieder ein bisschen was aufgesetzt. Und zwar wird 1769 der berühmt-berüchtigte Napoleon Bonaparte geboren. Napoleon, der sich 1804 eigenhändig zum Kaiser der Franzosen krönte, hatte auf dem Höhepunkt seiner Macht fast ganz Europa erobert. Nach dem verlustreichen Russlandfeldzug von 1812 und der Niederlage in der Völkerschlacht 1813 bei Leipzig musste er abdanken. 1815 riss er für kurze Zeit die Herrschaft wieder an sich. Das ist dann diese Herrschaft der 100 Tage. Wurde aber bei Waterloo vernichtend geschlagen und starb in der Verbannung auf der Insel St. Helena. Und 1888 wird Thomas Edward Lawrence geboren. Wenn ich euch den Namen sage, Lawrence von Arabien, klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Dessen Leben 1962 von David Lean verfilmt wurde, einte im Ersten Weltkrieg die Araber im Kampf gegen die türkische Fremdherrschaft. In seinem Buch Die sieben Säulen der Weisheit aus dem Jahre 1926 beschreibt er die von ihm so geliebte arabische Kultur. Und das soll es dann von mir wieder gewesen sein. Ich sage Servus und wir sehen uns morgen wieder.